Lifetime in repeat. Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brickforce. Heute wieder mal zu einer neuen Folge. Zu irgendeiner Map, die mir vorgeschlagen wurde, nämlich Geo 3. Und komischerweise kommt mir diese Map überraschend gut bekannt vor. Ich habe keinen Plan, woran das liegen könnte, dass sie mir so bekannt vorkommt. Ja, die Map wurde mir ebenfalls, also wurde mir aus der Community vorgeschlagen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr ebenfalls wollt, dass mir eine Map, also wenn ihr mir eine Map vorschlagen wollt aus der Community, oder einfach eure eigene Map vorschlagen wollt, eventuell, dann schreibt mir eine Nachricht in BF. Also eine Nachricht für die Leute, die es nicht wissen. Das ist im Grunde dieses Mail-Teil, also nicht der Chat. Ja. Mit den Namen der Map und des Erbauers. Ihr dürft natürlich ruhig Maps vorschlagen von anderen Leuten oder so. Es geht einfach darum, bei der Map des Erbauers, es ist mir schon mittlerweile häufiger passiert, dass im Grunde mir jemand nur den Namen der Map geschrieben hat und dann habe ich den gesucht. Und dann hatten gefühlt 200 Maps diesen Namen. Und ich hatte keinen Plan, welche Map er nun meinte. Deswegen, also, noch eine kleine Bitte übrigens bei den vorgeschlagenen Maps. Achtet drauf, dass die nicht zu teuer sind. Ich möchte dafür nicht zu viel Geld ausgeben. Ich hoffe, ihr versteht das. Es ist im Grunde ein einfacher Wunsch, ne? Insofern, ja. Oh, man kommt da runter. Kein Plan wie, aber man scheint da runter zu kommen. Okay, das ist cool. Ist das für PvP? Okay, die Idee der Map ist eigentlich ganz gut, aber ich hätte die Spawns eventuell anders verteilt. Ja? Damit es auch wirklich dazu kommt, dass die unteren Ebenen auch eingesetzt werden, weil so werden die neuen Ebenen nicht eingesetzt. Also das kann ich euch jetzt schon versprechen, weil es gibt einfach absolut keinen Sinn, warum man nach hier hinten gehen sollte. Außer man ist jetzt hier irgendwie auf der Suche nach irgendwelchen Typen, die hoffen, sich hier für immer verstecken zu können. So. Deswegen. Ja, aber ansonsten eigentlich ganz cool. Ich dachte jetzt, die Maps wäre jetzt wirklich so klein. Aber nein, die geht hier unten ja noch weiter. Okay, das finde ich eigentlich sogar relativ cool. Props dafür. Und natürlich, da packt einer eine Bazooka. Oh, okay, doch. Es gibt tatsächlich ein paar Spawns hier unten. Okay, das ist gut. Nein, ich dachte gerade, es gibt nur Spawns oben. Oben, weil ich die ganze Zeit da oben gespawnt bin. Ja, und übrigens noch eine kleine Information, die ich unbedingt noch rausschmeißen wollte. Ist nämlich für die Leute, die sich wundern, warum es derzeit keine anderen... Also, ich großartig keine anderen Let's Plays mache. Das liegt daran, ich habe momentan einfach die Schnauze voll von den ganzen Bugs und Lags von meinem Datenträger. Und ich werde erst dann jetzt wieder richtig mit den Aufnahmen, also wieder andere Spiele Let's Playen, die auch hochwertiger sind, wenn meine SSD da ist. Ich habe mir jetzt eine 500 GB SSD bestellt, damit ich halt eben im Grunde, ihr könnt euch das so vorstellen, Fraps tut dann die ganzen Videos und so weiter während der Aufnahmezeit auf auf die SSD. Und das Spiel hat weiterhin seinen alten Datenträger. Okay, das finde ich scheiße hier. Deswegen. Und das läuft dann auch schon deutlich besser. Ich habe da auch einmal einen Test gemacht mit einer anderen. Oh nein. Nein, oh, gut. Ich wollte jetzt nicht mein Premium noch damit irgendwie hineinziehen. Also im Grunde, ja, ich habe einen Test mit einem alten Datenträger gemacht. Klar, das Spiel hat deutlich mehr geruckelt, also die Aufnahme hat deutlich mehr geruckelt als vorher mit dem zweiten Datenträger. Das lag aber daran, dass der älter war und man konnte glasklar sehen, die Aufnahmeplatte war deutlich entspannter. Also man konnte wirklich glasklar sehen, die Aufnahmeplatte, die hat sich wirklich entspannt. Die wusste, was sie tat. Deswegen. Okay. Ist der noch hier am Leben? Okay. Ja. Also im Grunde, einige Leute, ich habe ja meine nachgefragt bei euch, welche Spiele ihr als nächstes haben wollt. Und da
ist mir unter Skyrim am häufigsten gefallen. Ja, das, der Clou ist halt eben, ich kann damit erst anfangen, wenn die neue Festplatte da ist. Und der, das finde ich ja wirklich. Hoppla. So. Wie ist denn der Kerl? Ballert der hier unten munter vor sich hin? Oder von wo schießt der? Und weiter. Vor allem. Hä? Da sind unter anderem Schimpfworte aufgelistet und, so. Oder ist es hier gerade wieder mein ganz großes Missverständnis da? Ich freue mich. Boah, diese scheiß Bazooka fuckt ab. Aber sie ist cool. Gottchen. Was? Ey, verzieh dich. Och nee, komm schon. Das lief alles so hervorragend. Ich hasse dich, lol. Warum tust du dem alten Zeitron das nur an? Warum? So, wartet kurz. So, bitte stirb ich an Granate. Danke. Oh Gott, ja, also, ich warte im Grunde jetzt auf meine neue Grafik... nicht neue Grafikkarte. Auf meine neue SSD und dann... Oh Gottchen. Ich freue mich schon, wenn die Aufnahmen dann nicht mehr so laggy sind. Ja, ja. Das Lustige ist ja wirklich, manche Spiele laggen wie Hölle, manche nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt kommt wieder sowas. Ja. Nein! Nein! So. Ach komm, lass mal aus. Ach nee. Scheiße, ich wollte die andere. Das ist doch mies. Look at that. Look at that. Ein Typ, der keine Granaten schmeißen kann. Scheiße, den müssen wir, glaube ich, nochmal unterrichten hier. Ach komm, lass einfach mal auf Fanda rüber segeln. So, dann gehen wir mal hier rein. Ist hier unten ein Spieler? Nein. Oh scheiße, das hat sich gereimt. Ist das jetzt guter Content? Nein! Die einzigste Sache, die niemals auf meinem Kanal vorkommen darf. So, dann, halt, oh scheiße. Sorry. So, okay. Man kann zu Spider selten sagen, was man will, aber ich finde sie super. Ich finde die super. Ich würde die sau gerne haben. Ich hoffe mal, die gibt es irgendwann mal im Shop permanent. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Aber natürlich, worüber ich mich am meisten freuen würde, weiße Amnesie im Shop. Permanent! Ich möchte nicht nochmal dieses weiße Amnesie-Trauma haben aus dem vorherigen Shop, wo es keine permanenten Waffen gab. Ich habe mich so dermaßen verarscht gefühlt. Ne? Ich habe mich so dermaßen gefreut. Ui, toll, jetzt gibt's endlich mal eine weiße Amnesie im Shop. Jetzt heißt es Pain und dann... Ah, tut mir leid, sie ist nicht permanent. Ja, da hat mir Gamigo gehörig den Mittelfinger ausgestreckt. Nein, Scherz. Das fand ich schon echt gemein. Das fand ich echt mies. Naja, dann. Ciao, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.